Sparen? War mir schon immer wichtig. Aber lohnt sich das überhaupt noch? Wo soll ich hin mit dem Geld? Für später oder für was Neues? Oder mit einem großen Betrag wie aus einer Erbschaft? Früher war ja das Sparbuch angesagt. Nur heute verliert man damit sogar Geld, weil die Zinsen immer weiter fallen. Die heutige Währung der Geldanlage ist nicht mehr der Zins. Es sind Dividenden und Kurschancen an den Börsen. Wie man davon profitieren kann? Jeder von uns kauft und konsumiert die Produkte renommierter Unternehmen. Also warum nicht auch Teilhaber an diesen Unternehmen werden? So kann jeder etwas von deren Gewinnen abbekommen und an ihrer positiven Entwicklung teilhaben. Das ist nichts für kleine Leute. Falsch! Wer in gut gemanagte Aktienfonds einzahlt, kann sich schon mit wenigen Euro pro Monat an profitablen Unternehmen beteiligen. So wie jeder Großaktionär. Zu riskant? Ganz sicher nicht, wenn man in Fonds investiert. Dabei verteilen erfahrene Fondsmanager das Geld auf verschiedene Aktien aussichtsreicher Unternehmen. Vor allem über einen längeren Zeitraum steigen so die Chancen auf eine überdurchschnittliche Rendite. In anderen Ländern ist das längst selbstverständlich. Dort nutzen die Menschen diese Veränderungen sehr erfolgreich. Das ist die neue Welt der Geldanlage. Ganz ohne Sparbücher und Minuszinsen. Entdecken Sie Ihre Chancen gemeinsam mit Ihrem Vermögensberater. Informieren Sie sich jetzt. Es lohnt sich.